Die Marschrichtung ist klar. Für Waldhof Mannheim soll es nach oben gehen. Die kommende, vierte Spielzeit in der dritten Liga soll bestenfalls die letzte sein. Doch für die Mission Aufstieg wird sich der SVW strecken müssen. Nahezu die halbe Liga peilt die vordersten Plätze an. Immerhin, mit 3 Punkten Rückstand war der Waldhof zuletzt wieder nah dran am Fahrstuhl in Liga 2. Wenn du Fünfter wirst vorher und dich peu à peu immer wieder gesteigert hast, dann muss es halt das Anspruchsdenken auch sein. Ich glaube, damit kann sich hier jeder auch identifizieren und dementsprechend gehen wir schon in die Spiele, um sie dann auch erfolgreich zu bestreiten. Dabei soll vor allem Marcel Segert selbst vorangehen. Der gebürtige Mannheimer trägt seit mehr als 3 Jahren das Waldhof-Trikot und wird die Mannschaft auch in der kommenden Saison als Kapitän auf dem Platz führen. Wie jeder weiß, als Mannheimer, als Waldhöfer ist es natürlich eine besondere Ehre für mich und macht mich natürlich auch stolz und bin da dankbar für das ausgesprochene Vertrauen und versuche das wie in der Vergangenheit einfach mit maximalem Einsatz zurückzuzahlen. Einsatz, den Fans und der neue Trainer gutieren. Für Christian Neithardt war auch die Verbundenheit außerhalb des Platzes ein wichtiger Grund bei der Bestimmung des Kapitäns. Segert gilt als große Identifikationsfigur und essentielles Bindeglied zu den Anhängern. Ja, ist einmal wichtig, dass du hier vor Ort jemand hast, der den Verein in- und auswendig kann, der einen guten Draht zu den Fans hat, der einen guten Draht innerhalb der Mannschaft hat und auch verlängerter Arm logischerweise vom Trainerteam ist. Aber ich glaube, das haben wir auch so auf mehrere Schultern auch mit aufgeteilt, dass auch so aus dem Mannschaftsrat heraus wir genug Erfahrung haben auf dem Platz und so eine Verantwortung soll nicht nur bei einem liegen, weil er die Binde hat, sondern eher bei mehreren Leuten. Teil des Mannschaftsrats ist auch Bentley Baxter-Bahn. Der prominenteste Neuzugang zeigte bereits in der Vorbereitung, dass er ein zentraler Akteur für die Offensive ist. In der Defensive erhofft sich der Verein das von Morten Behrens. Neithardt hat den Ex-Darmstädter prompt zur Nummer 1 ernannt. Viel Bewegung im Kader, in dem Junioren-Nationalspieler Martin Winkler mehr Optionen im Offensivspiel bringen soll. Die Hertha-Leihgabe war der 8. und bislang letzte Sommertransfer. Ich glaube, alle Jungs hatten eine relativ kurze Zeit, sich einzubinden. Man hat gemerkt, dass wir ein richtig guter Haufen sind von Anfang an. Und wir waren ja von der Kaderplanung auch noch nicht so weit und wir sind auch noch nicht am Ende, dass der Prozess abgeschlossen ist. Aber gerade die Neuen, die jetzt dazugekommen sind, ich glaube, die Mannschaft hat es den Jungs wirklich einfach gemacht und man sieht, dass wir gut und schnell zusammengekommen sind. Eine Meinung, die offenbar die Spieler in die andere Richtung teilen. Ja, das ist nochmal eine andere Komponente dann als Paddy Klöckner. Ich einfach auch von der Altersstruktur ein bisschen diese väterliche Schiene, ruhig gelassen. Man merkt diese Erfahrung auch schon. Und deswegen, wir haben jetzt auch einen bisschen anderen spielerischen Ansatz, wollen ein bisschen mehr Ballbesitz, Fußball spielen, nicht nur umschalten. Denn so soll bestenfalls am Ende der Saison ein Schalter kippen. Der zum Fahrstuhl in die zweite Bundesliga.